aus der Koansammlung mummern kann. Fall 19. Josho fragte Nansen: Was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Josho fragte: Wie soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Josho. Nansen erwiderte: Der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Josho zu plötzlicher Verwirklichung. Dieser Dialog ist uralt, aber top aktuell. Heutzutage wird Joshos Frage etwas anders formuliert. Also oft höre ich im Doksan oder auch sonst: So wie ich bisher gelebt habe, das kann es nicht sein. Ich bin unausgeglichen und unzufrieden. Und im Zen wird doch so viel von Gleichmut, ja sogar von Glückseligkeit, im Hakuin Senji zum Beispiel, gesprochen. Was soll ich tun, um das zu erreichen? Und was hören wir von Nansen? Der alltägliche Geist ist der Weg. Ist nicht unser alltäglicher Geist genau das, was wir loswerden wollen durch unsere Zen-Übung? Gerade jetzt habe ich einen Gelenkerguss, also ich habe einen Gelenkerguss und das vor dem Session und noch im Knie und dann die Halswirbelsäule, der Bandscheibe, also habe ich, könnt ihr euch vorstellen. Und dann, wieso lese ich Error 406 auf dem PC-Monitor? Gestern ging doch alles noch. Wir hassen diese alltäglichen Probleme wie der Teufel das Weihwasser. Und dann wird uns das plötzlich als himmlisches Manna verkauft. Naja, ihr seid ja alle erfahrene Zen-Leute. So denkt ihr natürlich nicht. Ihr habt Zen im Alltag oder irgendetwas anderes Ähnliches gelesen. Außerdem wisst ihr, jeder Tag ist ein guter Tag. Aber wie verhalten wir, und ich nehme mich da nicht aus, wie verhalten wir uns tatsächlich im Alltag? Was denkt und fühlt unser alltäglicher Geist? Wieso parkt der genau jetzt gerade auf dem Fahrradweg? Dieser Idiot. Alles, was schief gehen kann, geht heute schief. Wann ist endlich Wochenende? Und so weiter. Und das soll unser Weg sein, unser Zen-Weg. Und es geht noch tiefer. Tiefer in dem Sinne, wollen wir wirklich niemand Spezielles sein und uns wie der gemeine Mensch nur mit Alltäglichen herumschlagen? Im Deutschen gibt es ja dieses wunderbar doppeldeutige Wort gemein. Die eine Bedeutung ist, keine besonderen Merkmale haben, durch nichts herausragen.
bei aller Einheit mit den fühlenden Wesen, mit allen fühlen wir uns verbunden. So gemein wollen wir doch nicht sein, oder? Diese Sehnsucht von uns, etwas Spezielles sein zu wollen, statt, wie es Zen propagiert, spurenlos durch die Welt zu wandeln und eben keine nicht herauszuragen, diese Sehnsucht, etwas Spezielles sein zu wollen, hat ihren Ursprung in unserer Kindheit, wie so vieles. Damals war die Welt noch in Ordnung. Wir kannten keine Trennung zwischen speziell und allgemein, weil nichts gemein und alltäglich war, sondern alles speziell. Nicht nur wir selber, sondern auch unsere Eltern und überhaupt. Alles war neu und speziell und besonders. Irgendwann erlebten wir dann, dass unsere Eltern ziemlich alltägliche Erdenbürger sind und wir selber auch. Eine schmerzhafte Enttäuschung, die wir immer wieder zu kompensieren versuchen. Unsere als gemeine Menschen entlarvten Eltern, die versuchen viele durch Gurus zu ersetzen. Auch Buddhisten. Ich bin nun häufiger bei Tagungen der Deutschen Buddhistischen Union und da zucke ich dann immer zusammen, wenn ich zum Beispiel höre, wir in unserer XY-Sangha sind ja besonders gut geschützt. Wir bekommen jeden Tag eine geheiligte E-Mail von unserem Lama. Ich übe mich dann in buddhistischer Unvoreingenommenheit. Aber zusammenzucken tue ich trotzdem zuerst. Wir wollen aber nicht nur spezielle Gurus, wir wollen auch selber in uns spüren, unsere Besonderheit. Wir wollen besondere Erlebnisse, wahnsinnig tolle Urlaube, besondere Herausforderungen, spezielle buddhistische Praktiken und so weiter. Alles eigentlich völlig in Ordnung. Aber im Grunde versuchen wir damit, unsere Unzufriedenheit oder unsere Ängste genau mit dem oder was auch immer, nun Unzufriedenheit, Ängste, irgendwas könnt ihr euch vorstellen, was wir so Probleme mit uns herumtragen. Genau diese Dinge versuchen wir mit dem Verhalten zu bekämpfen, welches diese Probleme verursacht, nämlich unser Denken, raus hier aus dem, was ist. Nicht so, wie es jetzt ist, sondern etwas Nicht-Alltägliches muss jetzt her. Zen kann uns weiterhelfen, diese Abscheu vor dem gemeinen Alltag aufzulösen. Allerdings lockt es uns zunächst mit dem Gegenteil, nämlich mit exotischen Ritualen und mit Koans, die mit ihrer Unverständlichkeit kokettieren. Ihr wisst alle, was ich meine. In Japan wirkt das alles natürlich nicht so exotisch wie bei uns. Und das kann deshalb auch nicht so gut mit den aufregenden Reizen der modernen Welt konkurrieren. Also das ist eine von verschiedenen Ursachen, warum Zen seine Anziehungskraft gerade in Japan verloren hat. Die meisten Klöster dort zehren von den europäischen, amerikanischen und so weiter Schülern. Viel mehr als japanische Schüler selbst. Außer die, die nun eine spezielle Priesterausbildung machen wollen, weil sie einen Tempel übernehmen wollen.
Im Westen reizt Zen aber immer noch mit seiner Spezialität und seinem Besonderen. Zwar nicht so sehr wie der tibetische Buddhismus, der auch seine Berechtigung hat, aber noch exotischer ist. Aber immerhin, Zen reizt noch. Und der US-amerikanische Zen-Lehrer Barry Matchett, den ich noch einige Male zitieren werde, der schreibt dazu, das finde ich ganz witzig formuliert, glücklicherweise kann die Zen-Praxis mit all ihren alten Ritualen und ihrer esoterischen Literatur von außen betrachtet als etwas Besonderes erscheinen. Und so lockt sie all jene an, die sich nach Besonderheit sehnen. Es tut mir leid, dass ich die Leute auf diese Weise täuschen muss, aber manchmal ist das der einzige Weg, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, indem ich mich anfangs auf ihre Projektionen von Besonderheit auf mich als Lehrer, deswegen habe ich heute auch ein besonderes Lätzchen getragen, oder auf Zen als Praxis einlasse. Also indem ich mich anfangs auf ihre Projektionen von Besonderheit auf mich als Lehrer oder auf Zen als Praxis einlasse. Diesen Trick wollte Nansen offensichtlich nicht anwenden, denn er ist gleich frei heraus. Der alltägliche Geist ist der Weg. Joshu aber versteht das nicht. Er ist zu dem Zeitpunkt, wir kennen ihn aus anderen, vielen anderen Korans, wo er ein erfahrener, ein weiser Zen-Meister ist, aber hier ist er noch ein junger Zen-Schüler. Er versteht das nicht. Er fragt also, wie soll ich nach ihm suchen, dem Weg? Und bekommt als Antwort, wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Wie soll er denn den Weg finden, wenn er nicht nach ihm suchen darf? Fragt man sich als erstes. Die ganz einfache Antwort ist natürlich, unser alltäglicher Geist ist der Weg. Der alltägliche Geist. Da gibt es nichts darüber hinaus, was zu suchen wäre. Wir haben ja schon einen Kopf hier voll mit unserem alltäglichen Geist. Und der ist der Weg. Eigentlich ist das doch eine gute Botschaft. Wir dürfen alles behalten und müssen nichts austauschen. Obwohl das imaginierte Austauschmodell Menno Römisch 2 viel attraktiver erscheint als der wirkliche Menno. Im Zen sagen wir dazu, wir brauchen keinen zweiten Kopf auf den bereits vorhandenen Kopf zu setzen. Keinen zweiten Kopf. Das Schwierige ist dann, wenn wir keinen zweiten Kopf auf unserem vorhandenen setzen, dass wir uns dann wirklich mit dem auseinandersetzen, was da in unserem Kopf vorgeht. Und das ist nicht so attraktiv. Vieles davon ist ziemlich ordinär, was wir so denken und fühlen und nichts Besonderes, Hervorgehobenes. Ihr könnt euch das vorstellen. Und trotzdem, auch wenn man das erstmal so versteht, muss es doch trotzdem einen Weg geben, um glücklicher und zufriedener zu werden. Also beharrt Joshu auf seiner Frage. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Und Nansen antwortet, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung. Im Grunde ist das eine andere Formulierung von, wenn du ihn suchst,
trennst du dich von ihm. Nansen meint damit, du musst loslassen von deinen Erwartungen. Du musst unvoreingenommen sein für das, was passiert. Und was meine ich damit, wenn ich sage, was passiert, oder wenn ich das Nansen in den Mund lege? Unvoreingenommen sein für das, was passiert. Das heißt, alles, was in unserem Leben passiert, ohne Vorstellung zu betrachten. Alles ohne Vorstellung zu betrachten. Das ist viel zu schwierig. Viel zu schwierig. Richtig. Es ist sehr, sehr schwer. Deswegen üben wir das ja. Hier auf dem Sitzkissen beim Sazen. Wir werden es nie vollständig erreichen, aber wir üben es. Und hier auf einem Session, bei der Meditation, auch zu Hause, können wir es am besten erstmal üben überhaupt. Und beim Session natürlich bei allen unseren Tätigkeiten. Zu Hause sollten wir das auch versuchen, da wird uns das noch weniger gelingen als auf dem Session. Aber der Weg ist wichtig. Auf dem Session ist es das bewusste Essen, was wir gleich tun werden, das bewusste Arbeiten, Gehen und Pause machen. Und Pause machen ist die schwerste Übungseinheit auf einem Session, mit Abstand. Denn sonst ist alles vorgegeben. Deswegen haben wir ja diese strengen Rituale, die es uns erleichtern. Aber bei der Pause, und wir haben ja zum Glück auch einige Pausen, wo wir Zähne putzen oder was auch immer können. Und diese Pausen sind besonders schwierig, weil da nichts vorgegeben ist. Und gerade in den Pausen sollten wir uns bewusst werden, was wir tun und denken. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass gerade in den Session-Pausen es besonders in meinem Kopf losrattert. Zum Beispiel, oder besonders bei den Sessions im Togenji in Steierberg, da sind dann bis zu 30 Teilnehmer da und es gibt nur 3 Duschen. Und wir machen Gartenarbeit, im Sommersession Schweiß, Dreck, so. Und dann ist Pause. Wie werde ich den Dreck und Schweiß von der Arbeitsmeditation wieder los? Wie kann ich mich da geschickt vordrängeln in die Dusche, ohne dass es auffällt? Nebenbei bemerkt, ein aussichtsloses Versuch. Bei so einer Session, wo alle in der Zen-Stimmung sind, da wird sowas genau beobachtet. Es ist aussichtslos, da nicht aufzufallen, wenn man sich vordrängelt. Also lasse ich das und ordne mich ein. Verhalte mich sozial verträglich. Warum ich das schildere? Weil das gerade ein Beispiel ist, wie ich mich mit meinem alltäglichen Geist beschäftige, auseinandersetze und ihm nicht aus dem Weg gehe. Vielleicht kennt ihr das auch, diesen alltäglichen Geist. Und wenn man das genau betrachtet, und ich betrachte das beim Session genau, dann stelle ich fest, ich verhalte mich bei dem Duschproblem nicht deswegen sozialverträglich, weil ich allumfassend an alle denke, sondern weil ich nicht unangenehm auffallen will. Das Ich steht weiter im Zentrum. Und das kann uns der alltägliche Geist ständig so offenbaren, wenn wir uns darauf einlassen. Menno 2, der römisch 2, der sieht das natürlich ganz anders. Aber davon kommen wir vielleicht nochmal drauf. Genau dieser alltägliche Geist ist nämlich unser Weg, uns selbst unvoreingenommen zu betrachten. Aha, so funktioniert das in meinem Kopf. Und ich sagte ja eben schon, der mein zweiter Kopf, der fängt dann sofort mit Diskussionen an, die ich draufgesetzt habe. Der sagt dann,
So darfst du aber nicht sein. Du darfst nicht dein Ich ins Zentrum stellen. Das passt überhaupt nicht zu Menno Römisch 2. Und mein erster Kopf, mein realer, mein wirklicher Kopf, wenn er mal gerade es schafft, im alltäglichen Geist zu sein, im wirklichen alltäglichen Geist, der sagt, aha, so denkst du also, das ist also in deinem Kopf. Und genau so üben wir Sazen, wenn wir hier sitzen, genau mit dieser Haltung. Wir versuchen, unsere Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, kommen zu lassen, gehen zu lassen. Aha, bisschen dümmlich, aha, lassen sie einfach so. Das, aha, das ist da also, mehr nicht. Und bewerten nicht. Und ändert sich dadurch unsere Lebenshaltung? Bessert sich irgendwann unser alltäglicher Geist mit seinen vielfältigen Problemen? Als Kodo Sawaki, also ein Meister unserer Zeit, ist verstorben, aber unserer Zeit gegenwärtiger Zen-Meister, von einem Schüler gefragt wurde, ob die Zen-Praxis ihm helfen könne, selbstsicher und furchtlos zu werden. Da antwortete Kodo Sawaki, viele von euch kennen das, er sagte, absolut nicht. Zen ist völlig nutzlos. Und das ist wichtig, das ist richtig und wichtig. Diese Nutzlosigkeit, die müssen wir uns tief in uns verinnerlichen. Und nicht als oberflächlich dahingesagter Trick, sondern mit Genuss und Lebensfreude. Ich übe Zen, weil es so nutzlos ist. Denn nur diese wunderbare Nutzlosigkeit, die ermöglicht es uns, jede Sache, jeden Menschen und jeden Augenblick als eigentlichen Zweck an sich, als eigentlichen Zweck an sich wertzuschätzen und nicht als Mittel zur Erreichung eines persönlichen oder überhaupt eines Ziels, sondern jeder Moment ist ein Zweck an sich. Barry Matchett, der beschreibt das so: Nur mit einem Zen ohne Nutzen treten wir aus unserem gewohnten Bereich von Fragen und Antworten, von Problemen und Lösungen heraus. Nur so verlassen wir die endlose Tretmühle der Selbstverbesserung und erfahren stattdessen die Vollständigkeit unseres Lebens, so wie es bereits ist. Diese Vollständigkeit unseres Lebens, diese Perfektion genau dieses Moments, jetzt, können wir gerade beim Sazen erleben. Denn dieser Moment, gerade jetzt, auch wenn ihr jetzt zuhört, dieser Moment gerade jetzt kann ja gar nicht perfekter sein. Er ist so, wie er ist. Er kann nicht perfekter sein, als er gerade ist. Und das können wir trotz aller Knie- und Rückenschmerzen und anderer alltäglicher Probleme beim Sazen erleben. Und ihr habt es schon erlebt und werdet es immer wieder erleben. Nach längerer Zen-Praxis kann diese Erfahrung auch im Alltag erlebt werden. Auch ohne Zen-Praxis, aber die Zen-Praxis kann uns das erleichtern. Zum Beispiel beim Klang einer Autohupe kann es sein, dass wir uns auf einmal nicht ärgern, sondern sie einfach wahrnehmen. Oder bei einem treffenden Ausspruch oder auch einem Koan kann das auf einmal zu einem tiefgreifenden Erlebnis werden der Vorurteilslosigkeit, des Einfach-Daseins, des Einfach-Aha.
Und das geschieht hier Josu, als er zur plötzlichen Verwirklichung kommt. Das ist natürlich der Traum einer jeden Zen-Schülerin und eines jeden Zen-Schülers. Das Kensho, die plötzliche Verwirklichung. Nun müssen wir uns klar machen, auch wenn das Kensho-Erlebnis, was Josu hier gehabt hat, auch wenn dieses Kensho-Erlebnis eine Einsicht in die Leerheit unserer Vorstellungen bietet, wie das durch eine Autohupe oder durch was auch immer ausgelöst werden kann, bedeutet das noch lange nicht, dass wir unsere Vorstellung generell aufgeben, wie wir und unsere Umwelt zu sein hat. Jetzt wieder Barry Magid. Er schreibt dazu, jede tiefere Einsicht ist partiell, erfordert lange Jahre der Integration in unser Leben und ist anfällig dafür, selbst, also diese tiefere Einsicht, dieses Kensho, ist anfällig dafür, selbst in unsere narzisstischen Fantasien von Besonderheit eingebunden zu werden. Das traditionelle Zen ist sich dieser Fallstricke nicht immer ausreichend bewusst. Und es kann vorkommen, dass Schüler die Art und Weise, wie ein Kensho ihr Leben verändern wird, übermäßig romantisieren. Ich zitiere ihn, weil ich das so gut selber nicht hätte ausdrücken können. Und selbst lange Jahre im Zen-Kloster schützen uns nicht vor dieser Romantisierung. Im Gegenteil, im Klosterleben ist die Gefahr, dass wir solch ein Kensho überbewerten, nämlich noch größer als im Laienalltag. Weil wir uns ausgiebiger dem Kensho-Gefühl hingeben können. Aber auch im Alltag, im Laienalltag, kann ein Kensho, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, uns in die Irre führen. Als wenn Barry Magid mein erstes Kensho miterlebt hätte, schreibt er, als wenn er dabei gewesen wäre. Was auch immer mich an diesen tollen Punkt gebracht hat, das muss die wahre Praxis sein. Alles, womit ich mich nicht auseinandersetzen musste, um das Kensho zu erfahren, muss irrelevant und nebensächlich sein. Das liegt daran, dass direkt nach einem Kensho, da fühlen wir uns nämlich unabhängig und insbesondere im emotionalen Bereich unverwundbar. Und dann bleiben eben die vielen blinden Flecke übrig. Wegen der Leerheit brauchen wir uns ja gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Und unter anderem das meint Nansen. Er meint noch andere Sachen, aber das meint Nansen auch, wenn er sagt, Nichtwissen ist Verwirrung. Er meint Nichtwissen im Sinne des Negierens unserer blinden Flecke. Nichtwissen im Sinne dieses Gefühls, über allem zu stehen. Und Nichtwissen im Sinne einer Verherrlichung der Leerheit. Die Fallgrube dieser Art des Nichtwissens, das hatte ich ja schon angedeutet, die Fallgrube dieser Art des Nichtwissens zu umgehen, bedeutet allerdings, dass wir uns genau die Dinge unseres alltäglichen Geistes anschauen müssen, die wir uns am liebsten nicht anschauen würden. Das ist nämlich das Problem bei der Zen-Praxis. Anfangs haben wir Erfolge im Zen. Wir werden ruhiger und noch wichtiger. Wir haben einen Weg gefunden. So, wir fühlen uns selbstsicherer, weil wir uns orientieren können. Wir machen Zen und das gibt uns Sicherheit, die richtige Ausrichtung im Leben. Und dann mit der Zeit verblasst das.
Und dann kommen wieder irgendwelche Probleme auf, die wir nicht so gern haben. Und dann suchen wir uns etwas anderes, etwas Spezielleres, noch Spezielleres, das uns wirklich voranbringt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was Kurosawaki sagt, das unterstützt das dann ja noch scheinbar völlig, vollkommen nutzlos sein. Und dabei geht es gerade darum, unsere quälende Alltäglichkeit und unsere Unvollkommenheit anzuschauen und zu akzeptieren und damit eine gewisse Freiheit zu erlangen. Wir befreien uns zwar nicht von unserer Unvollkommenheit, aber wir können ehrlicher, offener und freier damit umgehen und haben, wie Nansen sagt, den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht. Weil wir zweifeln nicht mehr an uns, weil wir sagen, ah, da bin ich unvollkommen. Und wir erleben unseren alltäglichen Geist nicht mehr als Fremdkörper, der überwunden werden muss. Und wenn wir das tun, wenn wir unseren alltäglichen Geist nicht als Fremdkörper, sondern als das, was ist, erleben, dann werden wir unseren Weg weit und grenzenlos wie das Universum finden. Ist ein bisschen blumig ausgedrückt, das ist Chinesisch, ne? Nansen war Chinese. Aber dann werden wir unseren Weg weit und grenzenlos wie das Universum finden. Und auf diesem Weg, der so schön beschrieben ist, mit der Weite des Universums, da erfahren wir, genau in dieser Weite des Universums, dass wir weder etwas Spezielles und Besonderes sind, noch resignieren wir angesichts unserer Alltäglichkeit. Und wenn ich das alles zusammenfasse, wie kann man dann darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Hi!